So, jetzt haben wir die zwei Tanks geladen. Jetzt geht's los. Schauen wir mal. Ich habe
dran stehen die Bullen. Auch nicht schlecht. Jo. Servus. Zwei Tanks mit 1,6 Tonnen. Ja, davon stehen die Bullen. Du weißt doch, dass ich nicht telefonieren darf während der Fahrt. Du weißt doch, dass ich nicht während der Fahrt telefonieren darf. Ja. Warte mal 2 Minuten. Bis gleich. Die stehen aber auch beschissen da. Da steht so richtig schön in der Kurve. Wenn ich dich jetzt mit dem Heck abschieße. Steht so richtig schön in der Kurve drin, in der Ausfahrt. Der wart auf Opfer. Das ist wie eine Spinne, die am Rand sitzt und auf die Fliege wackelt. Ja. Ha? Au. Ich muss 620 Kilometer fahren Richtung Hamburg auf Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Das sind Edelstahltanks mit 3,80 Meter Höhe, 2,55 Meter Breite. 2 Stück. Also insgesamt habe ich jetzt drauf, von der Länge her füllt es ein LKW aus. Weil die liegen ja, die stehen ja nicht, die liegen 3,80 Meter Höhe, also bitte. Knapp 8 Meter. 7,60 Meter. Ich muss kurz auf Automatik umschalten, muss ich gerade. Weil ich das Telefon halte, dann kann ich nicht schalten. Ja. Wir sind nur noch tanken. Ja, tot lachen, jawohl, erzählen. Ja, Baukauf. Ja. Okay. Schon, aber passt schon. Oh, da ist eine Ampel, die haben es geschafft, die Ampel da herzustellen. Krass. Das sieht man mal, ich war schon 10 Jahre nichts mehr hier. So, Aschaffenburg. A7.
fahre über Kasch. Richtung Würzburg wahrscheinlich, oder? Also das Navi sagt jedenfalls. Nein. Nein. Also er lotst mich jetzt in die Eusenheimer Straße. Das ist Richtung Walachei, Richtung Rannig, Landstraße. Da hinten rein. Wahrscheinlich. Weil ich weiß nicht, über Hammelburg wäre es wahrscheinlich einfacher, oder? Da komme ich sogar, komme ich ja unter der Brücke, also die Brücke ist ja gar nicht da. Ja, nutzt mich über die 27, über die Fulda, nutzt mich, aber ich kann nicht da lang fahren. Ich muss halt zum Tanken. Er leuchtet nämlich schon. Ich habe mich überlegt, auch manchmal schon, wenn drei LKWs an der Ampel durchkommen und nur zwei BKWs, dann wundere ich mich eigentlich schon, ne? Dass drei LKWs kommen durch und nur zwei BKWs oder drei BKWs. Also von der. Ach so. Und das ist bei uns jeden Monat so. Also da stehst du schon mal eine halbe Stunde bei Rot. Also da fahren dann die meisten durch. Schauen wir mal, ob ich meine 1200 Liter voll kriege. Haben die überhaupt hier? Wo haben denn die eigentlich ihr LKW-Diesel? Aldi-Mate-Diesel sehe ich. Diesel haben die gar nicht. Aha. Mal gucken, ja, die Unternehmen sind jawohl. Jetzt brauche ich nur noch hier in Karlstadt. Karlstadt meine ich, nicht Karlstadt. Aral. Ja, muss aber jetzt rausschmeißen, weil sonst. Ne? Okay, ciao.